ich im College. Northridge Junior College. Oh Gott, das ist die erste Episode der neuen Staffel und ich habe nur Off-Texte vorzulesen. So eine Scheiße. Was soll's? Als Erinnerung für unsere treuen 100 Zuschauer. Ich wollte nach Harvard, aber das hat Mr. Monteleone mit seinen üblen Machenschaften verhindert. Ich kenne niemanden außer meinem blöden Bruder Ryan. Oh Gott, ich brauche unbedingt jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Tja, dann nehme ich jetzt einfach mal an, ich bin mit diesem Mädchen da drüben schon befreundet und gehe zu ihr. Muffy! Tiffany! Du bist schlank geworden. Magersucht oder Bulimie? Beides. Harntreiber? Oh, nein, danke. Weißt du, wie viele Kalorien da drin sind? Kaum zu glauben, dass das wirklich ein College ist. Muffy, das ist kein College. Sagen wir, das ist eine Zwischenstation zwischen Highschool und Schwangerschaft. Ich dachte, ich brauche viele Jahre, bis ich alles übers College weiß. Aber das hier schafft mich total. Ich dachte, ich gehe mal durch die ganze Bibliothek, Buch für Buch. Aber sieh dir das an, das ist eine Attrappe. Die ganze Renaissance ist eine Attrappe. Wollt ihr eigentlich nichts lernen? Wollt ihr euch nicht engagieren? Oh Gott, sind auch Attrappen. Tja, ich weiß jetzt, was ich tue. Ich übernehme einfach die Schülerzeitschrift. Haben wir eine Schülerzeitschrift? Das habe ich damit sagen wollen. Kein Mensch weiß, dass es die Zeitung gibt, noch was man damit anstellen kann. Hallo, Schwester. Arr, arr, ich bin Pirat. Weißt du was? Ich werde dieses Ding umkrempeln. Ja, aber dann ist alles rückwärts und ich sehe ganz schön doof aus. Ach, Brian, die Schülerzeitschrift. Ich habe bei der Redaktion heute Morgen eine kleine Arbeit eingereicht und die sagten, der Vertrauenslehrer meldet sich bei mir, also bin ich wahrscheinlich Chef. Hör auf damit. Also bin ich bestimmt bald Chefreporterin oder werde vielleicht sogar zur Chefredakteurin gemacht. Entdeckung, Frau Christiansen. Hier ist Tiffany Malloy. Ich berichte live aus China. Kürzlich aufgekauft von Bill Gates. Meinem Ehemann. Hier ist Tiffany Malloy Gates und sagt, ich muss ja nicht arbeiten. Ich tu's nur gern. Tja, Mr. Malloy, schön, dass Sie Freude haben mit unserer Zeitschrift. Meine Leute arbeiten Tag und Nacht an ihrem Schwert für nächste Woche. Saublöde Sitcoms. Sie, mein Verhängnis, sind mein Vertrauenslehrer. Heiliger Sankt RTL. Mr. Monteleone, haben Sie meine Arbeit gelesen? Ah, ja, ich fand sie elend langweilig. Ein 20-seitiges Werk, das sich anmaßt, die Schulverwaltung zu kritisieren. Kein Mensch interessiert sich dafür, ob Lehrer einen Hochschulabschluss haben. Was sehr bedauerlich ist, denn ihr Kinder verdient nur das Beste. Warum sind Sie so gemein zu mir? Weil Sie eines Tages vielleicht wirklich Bill Gates heiraten. Ich dagegen werde das nicht. Naja, ich meine, ich würde es... Bill, wenn Sie zusehen... Ja. Tja, wenn Will uns zusieht, wollen wir ihm die Entscheidung mal erleichtern. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Komm eben zurück. Hey, Ross, na, was läuft? Keine Ahnung. Zwei alte Gruftis, die nur noch Operationsklammern zusammenhalten. Regis und Kathy Lee. Welche ist Kathy Lee? Die im roten Kleid.
Jetzt lockert sie eine Klammer. Wahrscheinlich hört sie dann auf zu lächeln. Dann gehen auch ihre Titten nach unten. Ach, oh, Scheiße. Dad, kann ich mit dir reden? Naja, ich wollte mich gerade mit Ross unterhalten. Und wie du gesagt hast. Daddy? Daddy, ich brauche dich. Ich habe ein Problem. Ja, Spätzchen? Ja, aber Daddy, wenn du dich mit Ryan unterhältst, können wir auch später reden. Schatz, du weißt, ich behalte ihn nur hier, falls du ein Spenderorgan brauchst. Du musst mir helfen, Daddy. Dazu brauche ich allerdings meine Erste-Hilfe-Box. Und du glaubst, das macht dich wirklich klüger, Dad? Sokrates in der Dose, Spätzchen. Zündschnur an der Zeitbombe, Dad. Jedenfalls, ich will eine ganz harte Reporterin werden, aber Mr. Monteleone hat mir nur die Klatschkolumne zugewiesen. Klatsch ist was Blödes. Und wer ist der mit den abstehenden Ohren? Oh, das ist doch dieser englische Prinz oder so. Wenn die Tante aussieht wie ein Pferd, warum reitet er dann nicht auf ihr? Prinz, wenn sie aussieht wie ein Pferd, nimm sie als Pferd. Amen, Bruder. Ehrlich. Ja, da siehst du's. Das ist Amerika direkt vor deinen Augen. Das Einzige, worum die Leute sich kümmern, ist Klatsch. Aber worüber würdest du lieber etwas lesen? Über einen Typen mit unaussprechlichem Namen, der den Pulitzerpreis gewonnen hat? Oder über Pamela Andersons Trennung? Wieso? 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 Ja, bei dem Druck, den wir heutzutage ausgesetzt sind, brauchen wir Klatsch. Es gibt einfach viel zu viele Neuigkeiten, zu viel Information. Kopfauer, nicht gut. Und wen interessiert es, was wirklich in Angola vor sich geht? Oder ob es überhaupt Angola gibt? Weiß keiner, dass die Marsmenschen kommen und das keine Rolle spielt? Du willst also sagen, dass Klatsch sozusagen der heutige Minnesänger ist, der heutige Trubadix? Wenn es so ist, habe ich das gemeint, ja. Und wenn ich hier und dort ein Fremdwort unterbringen kann, schlagen die Leute vielleicht im Lexikon nach und lernen etwas dabei. Schatz, wozu die Mühe, die Marsmenschen kommen? Ach was, Daddy, du weißt, dass die nie pünktlich kommen. Also, während wir warten, nutze ich den Klatsch, um die Leute dazu zu bewegen, den Rest der Zeitung zu lesen. So gesehen bin ich der Aufreißer. Ja, der Biss am Köder, der tödlich ist. Ja. Der Zuckerguss über der Karotte. Ja. Die Ejakulation vor der endlosen Ödnis. Mhm. Danke, Daddy. Danke. Philosophie aus der Dose, Spätzchen. Philosophie aus der Dose. Oh, das ist lieb. Bin ich jetzt dran, Dad? Wie geht's denn Ihren Sohn? Leber okay? Ja, geht mir ganz gut, Dad. Gut, gut. Also, Dad, ich mache mir Gedanken und Gedanken über das College und so. Ich habe mich entschieden. Ich brauche jetzt eine Freundin. Tja, ich glaube, ich brauche auch eine, aber deine Mutter ist dagegen. Nein, Ryan, glaub mir das wirklich. Es ist wie wenn du im Tierheim bist. Du gehst die Reihe der Hunde ab und guckst, welcher auf dich reagiert. Also habe ich die freie Wahl unter allen Mädchen? Ja, du... Oh, warte mal, nicht ganz. Die ganze Sache läuft umgekehrt. Wir sind die Hunde. Also? Du musst jedenfalls einen fröhlichen Eindruck machen und einen gesunden und du darfst dich nicht pausenlos lecken. Danke, Hundi-Daddy. Das mache ich doch gern, Dovi-Hundi. Ja. Die zweite Szene, was, Jack? Jetzt kommt endlich der Hase dran. Nein, zufälligerweise, Mr. Floppy, sind wir schon in der dritten Szene. Entschuldige, Jack, ich hab geschlafen. Wie das ganze Publikum warte ich nur auf die Häschen-Szene. Also, um was geht? Meine kleine Tochter wird jetzt die nächste Nina Ruge. Wird ja auch Zeit, dass die Pfannkuchengesichter vom Bildschirm verschwinden. Die werden so schnell alt wie Frischkäse in der Sommerhitze. Nichts Persönliches, Frau Nina. Wo sind die scharfen Tussis beim Fernsehen? Nehmt Kate Moss für die Nachrichten. Millionen verhungern in Afrika. Was ist Ihr Geheimnis?
Warum gründen wir nicht einen Partysender? Sagen wir Floppies RTL 17. Und jetzt schalten wir zu Claudia Schiffer, live aus Moskau. Ja, es ist sehr kalt hier in Russland. Und ich glaube, das sehen Sie auch. Und so muss es eben auch sein. Heute am 1. April, dem ersten Tag unter der Herrschaft von Governor Flappy, Vorbote der Marsmenschen. Ja, die kommen echt. Ich weiß. Und du weißt es von mir. Ah, ja, genau. Hi, willst du was spielen? Willst du spazieren gehen? Hey, wir ärgern Autofahrer. Oder spielen wir Frisbee? Ich freue mich, dass du zu Hause bist. Sieh mich an. Bitte, liebe mich, bitte. Sitz. Bettle. Oh, bitte, Baby, bitte, Baby, bitte, 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 bitte. Ich habe einen neuen Freund. Darf ich vorstellen, Waldi? Ich heiße Ryan. Nein, Waldi. Okay, ich lege keinen großen Wert auf Ryan. Ist mit viel Quatsch verbunden. Tja, Miss Malloy, lassen Sie uns doch mal sehen, wie Ihre erste Kolumne ausgefallen ist, ja? Diane's Katze hat 8 Junge und Mary trägt ein rosa Ballkleid zum Valentinstanz. Nein, rosa stimmt nicht. Fuchsie. Schmutz ist, worum es bei Klatsch geht. Es ist unmöglich, Journalist zu sein, wenn man nicht ein paar Leute von hinten ersticht. Der Trick ist, sie erwerben ihr Vertrauen und dann, bumm, ernixen sie sie. Aber dann mag man mich nicht mehr. Er mochte Nixon auch nicht, aber er hat ein großes Haus und eine schöne Beerdigung. Wenn Sie bei meiner Zeitschrift mitmachen wollen, ist Schmutz angesagt, Miss Malloy. Und ich will, dass Sie warten darin. Schmutz willst du? Den wirst du kriegen. Aber du bist derjenige, der darin warten wird. Oh Gott, das klingt wie in einem sauschlecht synchronisierten Film. Schmutz willst du, den wirst du kriegen. Aber du bist derjenige, der darin warten wird. Aus Rache für meine Vorfahren wirst du verlieren. Wenn ich gewinne, hast du verloren. Ha, 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 ha. Ha. Wow. Das ist gut. Hast du geschrieben? Ja, natürlich. Monteleone liebt Schäfchen. Lehrer mit Schulmaskottchen in Liebesnest erwischt. Miss Malloy. Ja. Miss Malloy, was soll das? Ich liebe doch keine Schäfchen. Das ist von vorn bis hinten erfunden und gehört in keine Zeitschrift. Quatsch, das ist Satire und kein Mensch glaubt das. Diese feine Aussprache habe ich mir nicht angewöhnt, um in Verdacht zu geraten. Also von jetzt an, egal was Sie in meinen Englischarbeiten schreiben, kriegen Sie eine 6. Aber das ist nicht fair. Dann komme ich nie nach Harvard. Das macht ja so komisch. Außerdem enthebe ich Sie Ihrer Funktion bei der Zeitung. Aber wenn Sie mich rauswerfen, glaubt man dann nicht, dass Ihr Schäfchen Techtelmechtel wahr ist? Ist das nicht wie ein Schuldeingeständnis? Wie sieht das aus? Ich verschwinde plötzlich, nachdem ich eine Geschichte enthüllt habe. Macht auf die Leute einen schlechten Eindruck. Der einzige Weg, sich reinzuwaschen, ist sowas wie eine Richtigstellung zu schreiben. Ja, das wäre es wohl. Sehr vernünftige Idee. Ja, wirklich. Wenn man in der Nähe eines Mannes wie Ihnen ist, muss doch was abfärben, oder? Und jetzt nur noch ein kleines Zitat von Ihnen. Was haben Sie zu sagen zu den Schafvorwürfen? Ich bin in kein Schaf verliebt. Monteleone bestreitet, Schaf zu lieben. Der treibt ja wirklich mit Schafen. Ich weiß. Ich hab's nicht geglaubt. Bis zur Richtigstellung. Wenn du was leugnest, heißt das, es ist wahr. Und ich spreche für alle dummen Amerikaner, wenn ich das sage. Jetzt glauben Sie es wirklich? Tja, dann müssen wir eben noch eine Richtigstellung bringen. Monteleone bestreitet, Schaf geschwängert zu haben. Missgeburt muss vaterlos aufwachsen. Jetzt reicht's. Wer hat das in mein Büro gestellt? Tag 4. Schafgate.
Ja, ganz richtig. Ross Malloy kann heute nicht zur Schule gehen. Er ist schwer krank. Auf Wiederhören. Ja, hallo. Jack Malloy kann heute nicht zur Arbeit gehen. Ja, schwer krank. Ja, schon wieder der Magen. Genau. Nein, er hat nicht im Getränkemarkt Bier gekauft. Und er ist übrigens auch nicht im Stripclub gewesen. Tja, dann bis morgen. Selbe Zeit, selber Ort. Okay, und Sohn, du darfst nie vergessen. Schule und Arbeit ist für Schwachköpfe. Du bist ein Vorbild, Jack. Kein Wunder, dass sich jedes Kind in der Gegend das Bier von dir kaufen lässt. Hey, Floppy, was willst du heute unternehmen? Sehen wir uns doch mal Herkules an. Ach, müssen wir uns das jeden Tag ansehen? Herkules hat's drauf. Ich schwör's dir, Jack. Und dieser Bösewicht, dieser kleine Dämon, der ist echt begabt. Ich kann seine ganze Rolle. Hör's dir an. Herkules lebt noch? Oh, oh. Der ist toll. Hey, 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 Floppy, warte mal, ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir beide einen eigenen Trickfilm machen würden? Vielleicht finden wir irgendeine alte Kindergeschichte oder ein Märchen. Weißt du, was gut wäre? Wenn wir was finden könnten, das was hat wie heldenhafte Figuren und ein paar historische Fakten, die wir verbiegen und verfälschen könnten. Dazu habe ich die perfekte Idee. Hitlers und Stalins lustiges Abenteuer. Schwarzenegger ist die Stimme von Hitler. Das ist gewagt, hä? Und Gummifratzen Chamäleon Jim Carrey ist der Bösewicht Josef Stalin. Und Sylvester Stallone als Mussolini. Der drückt rechtzeitig auf die Tränendrüsen. Ein bisschen Sorgen mache ich mir, ob Deutschland dann sauer wird. Ach, hör auf. Du weißt doch, dass die berühmt sind für ihren teutonischen Humor. Und wir machen Werbung für unseren Film auf den Plastiktassen vom Wienerwald. Links und alle seinen Gummiadler verschlingen. Versuchen Sie es auch mal, der kommt wieder hoch. Jack ist der Größte, er produziert jetzt einen Film. Du wirst doch nicht wieder diese Idee verwirklichen wollen, oder? Oh, Schatz, eine gute Idee ist das Tod, wenn du's bist. Oh. Also, wie geht's dir? Ich bin unheimlich froh. Ich bade in Glücksgefühlen. Ich habe endlich den Lehrer besiegt, der mich schon seit Jahren quält. Es ist nicht falsch, einen Feind zu zerstören, oder? Tja, das weiß ich nicht, Schatz. Ich bin gewöhnlich der Zerstörte. Ich habe immer für jeden gekämpft, den man ungerecht behandelt hat. Ich bin stolz auf dich, Spätzchen. Genauso wie du auf mich stolz sein wirst, wenn du Hitler siehst in der übernächsten Ernte-Dankfestparade. Und er winkt uns zu zwischen Snoopy und Nikolaus. Freddy, Mr. Monteleone ist so übel, dass ich keinerlei Schuldgefühle habe. Ich genieße den Triumph. Wo ist Tiffanys Vater? Er steht vor Ihnen. Oh, ich habe gehofft, dass Sie etwas kleiner wären. Ich spüre, dass der Zorn bereits von mir weicht. Sehr bedauerlich. Naja, ich stehe zur Verfügung, falls er zurückkommt. Tja, Sie sind hoffentlich zufrieden. Ich wurde auf der Straße von einer Tierschützergruppe verfolgt. Und man hat mir das Lehramt entzogen. Und im Bowling-Team haben Sie mich durch einen Pädophilen ersetzt. Miss Malloy, ich stehe hier, um Ihnen zu sagen, dass egal, was man mir antun wird, ich wenigstens einmal in meinem Leben ein guter Lehrer war. Sie haben profitiert von den höchsten Prinzipien des amerikanischen Journalismus. Sie haben die Macht der Presse benutzt und den Ruf eines unschuldigen Mannes zerstört, um Zeitungen zu verkaufen. Also, sind Sie stolz auf mich? So wie Sie die Fakten verdreht haben und durch bloße Andeutung einen Ruf kaputt gemacht haben? Ja, selbstverständlich bin ich stolz auf Sie. Scheiße, 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 Scheiße. Komm, mach mal was Mieses, mach dir einmal ein schlechtes Gewissen und schon ist der Spaß weg. Oh, wieso kann einem nicht einmal etwas richtig Freude machen? Tja, weil Daddy so viel ruhiger schlafen kann. Okay, ich habe die Zeitung benutzt, um sie zu zerstören. Ich kann sie auch benutzen, um sie wieder aufzubauen. Wir können ihren Ruf noch immer retten. Was soll ich denn dieses Mal dementieren? Das Attentat auf Reagan? Die Sabotage der Mir-Raumstation?
Den Beischlaf mit Monika Lewinsky? Die amerikanische Bevölkerung steht irrsinnig auf Entschuldigungen. Sie lieben echt nichts mehr als reuige Sünder. Ja, ich bin sicher, wir könnten sogar den Indianern verzeihen, wenn sie sich nur entschuldigen würden. Hi, mein Name ist Mr. Monteleone und heute ist mein dritter Tag ohne Schaf. Es war sehr schwer, aber mit der Hilfe meiner Freunde und Gott werde ich das in den Griff kriegen. Ich danke hier Rektor Stockwell, dass er mich wieder arbeiten lässt. Und ich danke auch meinem Weinhändler, dass er mir weiterhin Kredit eingeräumt hat während dieser schwierigen Periode. Und ich danke auch der Journalistin Tiffany Malloy für den Beweis, dass die Presse auch Gutes bewirken kann und nicht nur Schlimmes. Sieht so aus, als hätte jemand ein Alkoholproblem. Hier ist Tiffany Malloy. Und vergesst nicht, Kinder, Journalisten sind nur Schriftsteller, die keinen Roman hinkriegen. Nicht wegschalten, es kommen die lokalen Nachrichten. So, die Marsmenschen sind gelandet. Die Welt wird untergehen. Aber vorher zeigen wir noch, wie die Baywatch-Mädchen sich in Form halten. Und dabei von Häschen träumen. Lieber Mr. Floppy, mir und meinen Freunden gefällt deine Show, aber du musst einen Streit zwischen uns schlichten. Bist du ein Bär, ein Hund oder nur alte Socken, die schlampig zusammengenäht wurden? Barry Lovejoy, Belmont, Texas. Ich bin froh, dass du das jetzt fragst. Ich bin total Hase. Kannst meine Freundinnen fragen. Und ich kann so sein, wie du willst. Ich kann zärtlich sein oder so, dass dir Hören und Sehen vergeht. Aber nur, wenn du älter als 18 bist oder die Kreditkarte deiner Eltern hast.